Von hier oben wird das nichts. Okay, was machen wir denn da mit dem Putzibot? Brief öffnen, auf Putzibot schmeißen. Von hier oben wird das. Das muss der Computerkern sein. Irgendwie hatte ich mir den, weiß auch nicht, weniger funky vorgestellt. Scheint was aus wie der Todesstern. So. Wir hauen mal ab. Wir holen uns... Nee, noch einen Kaffee nicht, oder? Ist der leer? Kaffee aus Plastikbecher. Ich dachte, ich hätte... Keine Ahnung, Kaffee mit Gold. Willst du einen Kaffee? Aber Rufus, wir wollten doch gleich schlafen. Genau, schlafen. Okay. Ich weiß nicht. Schubladenknopf. Kommt da was Neues raus? Nee. Knopf. Mal gucken, was er vielleicht jetzt zockt. Nee. Dann bleibe ich wohl mal lieber in der Kabine, was? Fabelhafte Idee. Okay, das wurde nix. Danke, ich hab noch. Schrank. Wir müssen das zumachen. So, nochmal. Zu Ihren Diensten? Werden Sie unsere Kabine noch einmal durchsuchen? Wieso? Denken Sie etwa, ich hätte da etwas übersehen? Nein, also bitte. Ach, das werden wir gleich haben. So, mal gucken. Nein, hier ist sonst niemand. Entschuldigen Sie bitte mein Misstrauen, Herr Inspektor. Wenn Sie nichts dagegen haben, gehe ich jetzt zurück auf meinen Posten. Kaffee mit Schrank. Hierfür brauche ich lediglich meine Finger und eine gewisse Toleranz bei der Auslegung des Rechts auf Privatsphäre. Ich weiß nicht. Oh. Ich behalte meine, auch wenn ich zu... Also da fällt er nicht drauf rein. Ich dachte mir eigentlich eher, wir bräuchten noch irgendwas für den Kopf. Dass es so aussieht, wie wenn da wirklich jemand drin stehen würde. Oh. Moment. Wenn der Typ hier steht und ich das Bett runterkippe, dann dürfte es auch klappen, oder? Das bringt nix. Aber der Bettknopf. Es geht halt nur, wenn der Typ da steht. Dann könnte man ausschalten. Aber wie könnten wir ihn ausschalten? Na, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. What? Was war denn das jetzt? Der nimmt jetzt die Matratze raus, wenn ich aufs Bett drücke. Lattenrost. Der zerlegt es total. What the fuck? Okay. Dann ist das Ganze etwas anders. Lattenrost. Echt krass, was so alles in meinen Mantel passt. Ja, würde ich auch sagen. Okay, dann könnten wir, was könnten wir jetzt machen? Das hier. Ich behalte meine Sachen lieb, auch wenn ich... Okay. Bettknopf nach oben. Na, also, warum klemmt denn das auf einmal? Das muss am fehlenden Lattenrost liegen. Okay. Lattenrost mit Schublade. Ich behalte meine Sachen lieb, auch wenn ich... Wir gehen mit nach oben. Und testen, wenn wir jetzt irgendwas noch machen können. Von hier oben wird das nicht. Von hier oben wird das... Okay. Irgendwas... Oh, müssen wir mit dem Lattenrost noch machen. Hm.
Okay, wir holen mal den Amtsmann. Zu Ihren Diensten? Werden Sie unsere Kabine noch einmal durchsuchen? Wieso? Denken Sie etwa, ich hätte da etwas übersehen? Na nein, also bitte. Ach, das werden wir gleich haben. Aha, das habe ich mir doch gedacht. Da versteckt sich jemand im Schrank. Hm? Doch nicht. Wie sollte der auf hier reingekommen sein? Entschuldigen Sie bitte mein Misstrauen, Herr Inspektor. Wenn Sie nichts dagegen haben, gehe ich jetzt zurück auf meinen Posten. Okay, es hat nicht geklappt. Oh. Danke, ich hab noch. Ja, hab ich denn noch alle Latten am Rost? Was mache ich denn da? Okay, klappt nicht. Brieföffner mit Lattenrost? Ja, hab ich denn noch. Was mache ich denn? Okay. Echt krass, was so alles ist. Oh. Mit Goal vielleicht? Was machen was wir hast mit du dem da? Lattenrost? Lattenrost. Verstehe, aber das muss noch bis Elysium warten. Oh. Oh. Das muss noch bis nach Elysium warten. Was ist damit eigentlich? Aha. Okay. Was bringt das jetzt? Sieht aus, wie wenn jemand geflüchtet wäre, oder? Zu Ihren Diensten? Mal gucken. Wieso? Nein. So. Das habe ich mir doch gedacht. Da versteckt sich jemand im Schrank. Hm? Doch nicht. Wie sollte der auf hier reingekommen sein? Aber was ist das? Da ist doch jemand durch den Klimaschacht ausgerissen. Hallo? Ist da wer? Halli, hallo, hallöle. Okay. Können wir denen einen Schubs geben? Und? Können Sie jemanden sehen? Nicht so richtig. Da schauen Sie lieber nochmal ganz genau nach. In meine Falle getappt ist er ja. Jetzt muss ich nur noch zuschnappen. Okay, wir müssen noch was tun. Ach so, ja, wir haben ja hier diesen Schubladenknopf. Oh, geil. Okay, Bettknopf. Hast du das gesehen, Goal? Was habe ich gesehen? Was treibst du da eigentlich die ganze Zeit? Nichts. Ich habe auch nicht gerade superlässig die Wache vor unserer Tür überrumpelt. Schweige denn, sie im Bettkasten eingesperrt. Nein. Aber wenn ich das gemacht hätte, dann hättest du mich aber mal sehen sollen, weil das war der Hammer. Wäre gewesen. Ich hab's ja nicht gemacht. Natürlich nicht. Sonst hättest du ja sicherlich etwas Lässiges gesagt. Schlaf gut oder süße Träume. Irgendwas in der Richtung. Genau. Ich... Ach, Scheibenhonig. Sie hat recht. Okay, wir können jetzt rausgehen. Sehr cool. Hier gibt's noch irgendwas anscheinend. Oh, hier sind sehr, sehr viele Türen. Durch die Tür steht da. Okay. Noch eine Tür. Also die Ecke habe ich doch schon mal gesehen. Oh Mann, das sieht alles gleich aus. Okay. Keine Frage. Ich laufe im Kreis. Ich muss mir wohl was anderes einfallen lassen. Okay. Über die Brücke. Und zurück. Hier hinter. Keine Frage. Ich laufe im Kreis. Ich muss mir wohl was anderes einfallen lassen. Ja, okay. Wir machen mal Kaffeespur, oder? Nee. Keine Frage. Ich muss mir... Über die Brücke. Lieföffner mit den Gang entlang. Hat irgendwie was einritzen oder so? Nee. Das geht nicht. Da hier. Keine Frage. Ich muss mir... Nee. Oh, was ist das? Fußabtritt. Die scheinen hier großen Wert auf Reinlichkeit zu legen. Die Fußmatte ist ja so sauber, dass man davon essen kann.
Okay, wir haben hier Kaffee und einen Fußabtreter. Piep, piep, piep. Ha. Putzibot. Den nehmen wir mit, oder? Putzibot. Alles Chico? Sauber. Kaffeehalter. Habe ich gehört. Ist das da wirklich ein Getränkehalter? Ist ja irre. Ha. Das heißt, er legt sich jetzt eine Spur, oder? Na, Putz. Sauber. Und jetzt? Gehen wir über die Brücke drüber. Passiert da irgendwas? Nee, der putzt immer noch. Oh. Ach so, Brieföffner mit Putzibot, damit der ein Loch reinpiekst und dann legt er sich in Spur. Genau. Im toten Winkel des Sisyphos. Eine Installation von Raphaël Ruvebrande, dem großen Kritiker der modernen Leistungsgesellschaft. Okay. Na, putz. Sauber. So, jetzt könnte man loslegen. Oh, so einen hätte ich aber auch gerne. Der ist nie, der hat ein. Okay, wir gehen nochmal drüber. Durch die Tür. Oh. Der saugt ja immer noch. Nochmal. Nicht doch. Das ist ein Kunstwerk. Da darf man nicht dran rumpopeln. Okay. Zurück in die Kabine. Er ist weg. Okay. Raus. Der ist immer noch da. Ich glaube, ich habe eine Idee. Genau. Lecker Kaffee. Dann hier nach oben. Und nochmal Kaffee hier runter. Ha. Sehr, sehr cool. Der arme Putzibot, der muss gleich richtig, richtig putzen. Da ist er schon. Yeah, da ist die Spur. Über die Brücke. Ah. Dahinter. Und da rein. Oh, jetzt muss er putzen. Hey, was tust du da? Keine Frage. Ich laufe im Kreis. Ich muss mir wohl was anderes einfallen lassen. Oh, der hat jetzt wieder alles weggeputzt. Nein. Oh Gott.